Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann wird die Welt verändert. Jeder muss ein bisschen verzichten. Es geht ja schließlich dabei um unsere Zukunft. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Das ist eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe. Ich bin kein Freund von Hysterie. Es ist immer wichtig, vor allem für die Natur. Sehr wichtig. Recht wichtig. Grundsätzlich ist es natürlich ein Thema, um das man sich kümmern muss. Auch wichtig. Schon ziemlich wichtig. Lebensnotwendig. Relativ wichtig. Ich versuche so wenig wie möglich mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Also aufs Auto verzichten geht jetzt gar nicht mit den zwei Kindern. Ich dusche zum Beispiel ausschließlich nur noch mit Seife. Unter anderem haben wir hier zum Beispiel die Recap-Becher, um die Verschmutzung durch To-Go-Becher möglichst gering zu halten. Ich baue in meinem Garten schöne Pflanzen an, dass Bienen, Schmetterlinge bei mir gut zu Hause sind. Auch weniger Fleisch und auch regionale Produkte. Wenn es so Richtung Elektromobilität geht, dass die Sachen einfach viel zu teuer sind. Wir haben kein Auto zum Beispiel. Versuche immer eine Stofftüte zu haben. Auch mal zu Fuß zum Einkaufen zu gehen. Servus Leute. Jetzt Test Nummer 1 mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das mache ich ja sowieso schon eigentlich die ganze Zeit. Außer wenn es stürmt und schneit. Da muss ich einmal aufs Auto umsteigen. Warum mache ich das? Natürlich einmal das Auto stehen lassen, umweltbewusst so ein wenig sich zu verhalten. Und auf der anderen Seite mich ein wenig sportlich zu betätigen. Und für meinen Test Nummer 2, da habe ich aber was machen müssen. Da hatte ich ein wenig meine Schwierigkeiten. Andy goes vegetarian. Die vegetarischen Wochen beginnen jetzt. Salat. Einen Bagel mit Camembert. Eine Kohlrabi-Linsensuppe, Obacht. Und da drüben liegt die Leberwurst aus Hof. Ich lebe noch. Hier haben wir Salate wieder, Raststätte, asiatische Nudeln und einen Salat. Neben Currywurst und Schnitzel und dem ganzen Zeug. Aber es läuft. Grünkernbratlinge. Es ist nicht schwer, was zu finden, aber immer noch schwer, irgendwie drauf zu verzichten. Bunt ist er. Und statt Fleisch sind es Cashewkerne. Morgen freue ich mich schon wirklich auf die Rouladen. Mein Fazit. Für vegetarisches Essen. Es ist mir nicht immer leicht gefallen. Ich versuche es jetzt ab und zu tatsächlich im Alltag mal umzusetzen. Statt Hühnchencurry probiere ich halt einfach mal Falafel. Und am Ende fehlt es mir auch nicht unbedingt. Aber Vegetarier werden wahrscheinlich eher nicht. Test 3, plastikfreies Einkaufen. Heute für unser Mittagessen, unseren griechischen Salat. Jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Also, plastikfreies Einkaufen hat super funktioniert. Wie Sie gesehen haben, es gibt einmal mit Plastik und einmal ohne. Wir haben ja hauptsächlich darauf verzichtet, außer beim Feta. Da geht es halt nicht anders. Und jetzt geht's ab, zurück ins Büro. Wie viel Plastikmüll sich im Büro ansammelt, das habe ich für euch selber auch mal getestet. Hier und Eis gibt es hier immer in Mengen. Noch ein bisschen was gesammelt. Das geht jetzt hier alles herein. In den Eimer. Und das da. Heute tatsächlich irgendwie keinen Plastikmüll produziert. Letzter Tag Plastikmüll sammeln für eine Woche, für eine Person in einem Büro. Das ist schon mal einiges, würde ich sagen. Deswegen mein Tipp, meine Idee dafür, beim Einkaufen schon darauf zu achten, so wenig wie möglich Plastikverpackung einzukaufen. Wir hier bei ITV Coburg haben ja einen Haufen Technik und bei unserem letzten Büroumbau haben wir darauf geachtet, unnötige Steckerverbindungen zu vermeiden. Ach ja, und wenn du jetzt in die Pause gehst, trotzdem bitte auf Standby. Und ich mache jetzt Feierabend, das heißt, Licht aus und Tür zu. Tschüss. Mama.
mache ich mittlerweile auch schon. Ja. Mit Gemüse und allen verschiedenen Sachen, auch ohne Fleisch, kein Problem. Ich bin seit 25 Jahren Vegetarier. Ich bräuchte zum Beispiel kein Fleisch, aber mein Mann halt. Und deswegen gibt es ab und an mal, aber keine Mengen. Ja, würde ich, aber ich esse an sich jetzt nicht viel Fleisch. So, um ehrlich zu sein, eigentlich nicht. Wir versuchen da schon darauf zu achten, wo es herkommt. Ich esse sowieso nicht so viel Fleisch. Jeder muss ein bisschen verzichten, um den Klimawandel zu stoppen. Ich bin der Auffassung, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann wird die Welt verändert. Dass meine Kinder auch zum Beispiel Schnee erleben sollen. Es geht ja schließlich dabei um unsere Zukunft.